Fußballspiel Real Madrid gegen FC Chelsea. Und wir gehen heute ins Stadion und nehmen euch natürlich wieder mit. Deswegen, let's go. Heute wird abgerissen. Es ist kurz nach 6. Cristiano Ronaldo, sweet! Nur so 3 Stunden geschlafen. Ich musste natürlich gestern noch ein paar epische holen, denn ausschlafen, Fortnite. Das ist eine Scheiße, ich bin definitiv zu müde. Okay, wir müssen los. Guten Morgen, Leute. Man sieht's vielleicht, ich bin ein bisschen verklatscht. Wir fahren jetzt erstmal nach Frankfurt und kriegen da inshallah den Flieger. Der Mo ist auch dabei. Der und Flugzeuge, nicht so eine gute Story. Deswegen, hoffentlich klappt's diesmal. Dem Bruder geht's gar nicht gut. Zieht den Bayern die Lederhosen aus. So, wir müssen Koffer abgeben. Das ist die Schlange. Und der Holzi muss mal ganz dringend wach werden, Alter. Deswegen Energy rein und gönnen, Alter. Ey, ich habe 2,5 Stunden gepennt, Leute. Ich bin so müde. Aber Silberfall jetzt genau das Richtige, sagt man. So, jammer's. Kriegst natürlich auch in hier. Was ist das? Watermelon, Bruder. Watermelon gut ist, sehr gut. Bigger than life. Flugangst. Wir verfeinern den Silberfall. Deswegen jetzt schön einen reinsaufen. Das ist gar nicht was. Boah, ich glaube, das ist mehr als 50-50, weil ich schon so viel Energy getrunken habe. Wenn wir mal kurz bedenken, dass es 9 Uhr morgens ist. 9 Uhr? Hab schon mal früher getrunken, ja. Wir müssen jetzt hier durch die Sicherheitskontrolle, darf man ja keine Flüssigkeiten mitnehmen. Deswegen muss der kleine Brel leider hier bleiben. Was hast du denn da Schönes? Ja, es wurden natürlich schon mal hier Mitbringsel für die Madristas. Wie heißt das? Erzählt mir hier was von Mitbringsel. Wir wissen alle, dass nein, das gleiche im Flieger verschwindet. Guck doch, das ist wunderschön. Den Holz noch nie so gesehen. Falls ihr euch fragt, was da drin ist. Ne? Ja, kontrollier das mal, nicht, dass die leer sind. Ihr dann, kennt ja. uns. Nicht eine. Nein. Wir brauchen 2 direkt. Wir sind ja auch 4 Leute. 2,5 eigentlich, ne? Für den kleinen Durst für zwischendurch. Kann man gut mit der großen mischen, ne? Das wird's wieder, ne? So denkt man, oh, feine Jungs, anständige Jungs. Nur hier mit einem schönen Täschchen unterwegs. Das sind Geschenke. Ja, bring ich meiner Oma in Madrid mit. Das ist doch hier jetzt Familientrip, ne? Wir sind jetzt im Flieger. Es geht ja übrigens nach Madrid, ne? Leute, die lesen können, wissen es wahrscheinlich. Und da haben wir noch die 2 Stricher hier. Boah, wir kippen wir erstmal ein, ne? Only water. Sind jetzt hier in Madrid angekommen, war mal wieder ein Trip. Müssen jetzt noch den Koffer abholen. Der ein oder andere hat vielleicht schon einen sitzen. Komm jetzt da runter. Ist das unser Koffer? Ja. Was hast du da drin? Bruder, da ist Leiche drin, Alter. Nächster Stopp, Hotel. Richtig geiler Name, heißt einfach Axel. Du hast das ausgesucht, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir sind jetzt im Zimmer und irgendwas ist schiefgelaufen bei der Buchung. Hier haben wir das Bett. Also es sieht ein bisschen sehr romantisch aus. Was steht da überhaupt? Spiegel. Ja, und dann sitzt du hier und siehst du das. Ja, sonst denk mal, okay, aber schaut euch das an. Das ist geisteskrank. Einfach, es gibt keine Türen hier zum Bad. Das sind einfach Vorhänge. Ein Vorhang, Alter. Ja, moin. Ist ja noch okay, aber hier, Dusche. Eine durchsichtige Dusche. Ich gehe in die Dusche und sehe da schön den Ziggy, wie der da liegt. Und der sieht mich, wie ich hier ein abdusche. Das darf nicht wahr sein. Was ist hier passiert? Das kann alles nicht wahr sein. Ey, wir haben ja diesmal so gemacht, wir haben alles gleich, alles zusammen. Wir machen mal einen Trip komplett zusammen. Das gab's noch nie. Wir haben noch nie alle 4 genau das gleiche gemacht. Das killt mich. Das killt mich einfach. Bett-Test. Boah, Alter, wie ein Trampolin. Also Leute, jetzt hier duschen gehen wird ganz krank angelegt. Hey, der Junge, ich werde jetzt hier beobachten. Was muss ich hier? Bruder, das ist alles. Das kann nicht deren Ernst sein. Man sieht alles, Alter. Also Hotel. 1 bis 10, was sagt ihr? Oder ich sag dir 10? 10 von 10, wenn du mit einer Frau hier bist. Aber mit Mo, Alter, ist halt schwer. Okay, die Kondis liegen bereit. Also Mo,
super ausgesucht, ne? Ist ja wieder gut gemacht, ne? Wir knüpfen an an England, Manchester, nee, Gay Village. Das war seine Dings, ne? Der wollte anderes Ufer wechseln, müsst ihr aufpassen. Du hast das ausgesucht, ne? Ja, auf jeden Fall. Man kennt's, die Influencer, alle wieder am Influencieren, am Handy. Ja, ja. Wir stellen jetzt auf jeden Fall mal was Feines zu essen. Stärkung für heute, rumschreien. Madrid, Madrid. Puta PSG, puta PSG. Gegen wen spielt Madrid eigentlich? I don't know. Das dachte ich mir. Mein Essen ist da, very good. Da. Very good, very nice. Den Spaniern ist das hier scheißegal. Ja, Leute, ich bin ehrlich so K.O., ne? Ich habe wirklich nur ein paar Stunden heute gepennt. Ihr bezieht jetzt noch mal was, ne? Diesmal sogar sugar-free, zuckerfrei, ohne Kalorien. Ja. Gießen uns erstmal rein, ne? So machen wir das hier immer, ne? Müsst ihr schön ziehen, dann schmeckt er auch besser. Oh ja. Das schmeckt geil, Leute. Boah, geil. Boah. Pass auf, dass du nicht kommst, Alter. Wir müssen jetzt zu Estadio Santiago Bernabeu. Silberpfeil und du gehst immer steil. Das zweite Mal hier, das zweite Mal stehen wir vorm Stadion und heute ist der Tag, an dem Mo und ich auch mal rein dürfen. Ne? Ich hoffe. Letztes Mal war ein bisschen kritisch. Ich hoffe, das funktioniert mit den Karten. Am Ende kommt wieder. Und diesmal gibt es auch keine bösen Überraschungen. Du hast ja das Ticket schon, ne? Ja, keine Überraschungen. I hope so. Wir sind ja... Spielt man Automat. Wirklich... Automat spielen ist leicht. Werf mal einen Zehner rein, vielleicht wirst du reich. Das ist jetzt das dritte Realspiel. Book of Rap. Sicherer als Deutschland. Das dritte Realspiel, was wir sehen. Wir sind leichte... Ich muss da weg. Wir sind leichte Real-Ultras geworden. Eigentlich keine Real-Fans vom Ding her. Aber mittlerweile die Sympathie... Puta PSG, puta PSG. Die Sympathie ist auf Real-Seiten auf jeden Fall. Wie nein. Oh, baby. Wie nein. Der will verprügelt werden. Ja, ja, was ist das Beste, ne? Er sucht wenn Stress. Der, also, wenn der ich bin ne, dann für Madrid. Ich bin. Weil dann können wir hier nochmal hinfliegen. Ja. Für viele Tore von La Karim. Wir haben ja hier heute so schöne Erlebnisse, deswegen wollen wir euch natürlich auch wieder was zurückgeben, Leute. Ne? Und zwar diesen Schal, Real Chelsea Fanschal, wie auch immer. Den werde ich heute auch den ganzen Tag tragen. Könnt ihr wieder gewinnen. Einfach einen Kommentar hier unter dem Video da lassen und euer Insta-Namen kommentieren. Und für die ganz Harten haben wir das Bild nochmal auf Insta gepostet, wenn ihr da auch auf Insta geht und kommentiert, doppelte Chance zu gewinnen. Doppelte Chance. Kuss. Es geht wieder gut ab, man hört jetzt schon die Leute da durchdrehen. Ich muss sagen, wir waren jetzt schon bei einigen Stadien, in einigen Städten, aber Madrid toppt alles. Ja, Bruder. Real Madrid. Was ist denn hier wieder? Gar keine Ahnung, was da passiert. Ne? Also da gehen 100% Autos Schrott, kannst du mir nicht erzählen. Wenn wir nicht filmen würden, wäre der Erste, der ein Auto kaputt macht. Ich sag's euch ehrlich, der wäre der Erste, der mit einer Powerbomb in so ein Auto springt. Ich bestreite es nicht. Man nennt mich auch El Primo, so springe ich auch da rein. Ihm geht's gut. Letztes Mal, wo Sigi und ich ja hier im Estadio Santiago Bernabeu waren, hatten wir ja die Premium-Plätze schlechthin. Diesmal wird's ein bisschen anders. Also, die Jungs sind schon hier. Diesmal wird's ein bisschen gediegener. Nichtsdestotrotz waren die Tickets trotzdem wieder unmenschlich teuer. Diese Reseller nehmen einen auseinander. Wie viel 1000 Euro haben wir jetzt schon wieder hier ausgegeben? Also Stand jetzt haben wir für diese Reise schon wieder 4000 Euro ausgegeben. Ey, naja, das ist so glaublich. Es gibt was Wichtigeres als Geld. Und das ist auch nicht Gold. Das ist Spaß. Und deswegen gucken wir nicht aufs Geld, sondern machen einfach. Oder der hat einen 3D-Blick drauf, Digga. Seine Augen gehen in 6 verschiedene Richtungen. Er hat Spaß. Er hat Spaß, das ist die Hauptsache. Das Ding ist, der Holzi würde auch Spaß mit einer 10-Euro-Wodka-Pulle im Park haben. Aber das stimmt. Aber das ist auch Spaß. Erste Mal ist Stadio Santiago Bernabeu. What do you say? It's a very, very nice location. Zieht euch das mal rein hier, Alter. Bier, Bier, kein Bier vor vier. Also der Kleine lebt ganz gefährlich da mit seinem Messi-Pulli, ey. Kann froh sein, dass ich den nicht umtrete. Aber man sieht mich schlecht. Bruder, we made it, Alter. Bruder, wie schnell ist das, Alter? Also, Höhenangst ist da. Wo ist kein Stadion mehr hier, Leute? Wo wir jetzt hier lang gehen. Zehner, wenn wir hier sitzen.
Weiter geht's. Weiter geht's. Wir sind die Tauben unterm Dach. Ey, das ist so verwirrend, Digga. Ey, zu blöd, um Plätze im Stadion zu finden. Ich hab's geschafft, die 5. letzte Reihe tatsächlich. Aber ist ein geiler Ausblick, ich bin ehrlich. Ist geil. Guckt euch das an. Sieht man auch nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage. Aber mal wieder zu schnell, 3 Sekunden. Das ist so schön, Jungs. Ich könnte gerade heulen. Danke für den ganzen Support, dass ihr das hier ermöglicht. Aber eins, wenn es anfängt zu regnen, dann sind wir gef. Beide Mannschaften sehen jetzt raus. Jetzt kommt Toni, Leute. Schaut euch an, was der Toni macht. Der nimmt den Ball ab. Und links unten. So ein Ding ist das. Let's go. Stimmung hier oben. Plätze noch frei, aber ey, wir machen Stimmung für 18 Leute hier oben. Schrei mal was. Oh! Oh, ruhiges Spiel bis jetzt. 5 Minuten. Oh, oh. Oh. Freistoß Real! Die Hobbits haben schon hier Freunde gefunden. Vamos! Also denen geht's auf jeden Fall gut. Was er da mit seiner Hand macht, will ich gar nicht wissen. Oh! Rudi! Rudi 1-0 für Chelsea. Da ist das ganze Stadion ruhig. Ja, ja. Der freut sich gerade innerlich so, aber will hier nicht rumschreien. Jetzt muss Madrid wieder kommen. Ja, Hobbits! Jetzt da, Hobbits! Jawohl! Ein Tor fehlt noch für Verlängerung. 27 Minuten gespielt, Alter, und ich schlaf fast ein, ey. Das ist. Hier ist keine Stimmung. Ich glaub, da brauchst du einen Silberpfeil, du. Silberpfeil und ich gehe immer steil. Durften wir leider nicht mit ins Stadion nehmen. Ey, was ist das? Das. Ja, Real ist am Abkacken. 4. Finale Champions League. Und Real kackt in sich schon die Uhr. Ich denke, ich guck Kreisliga. No disrespect an der Stelle. Sigi Klopp neben mir. Einmal kurz einen Satz das Spiel zusammenfassen. Was? Ich sag euch, wie es ist, die einzigen beiden, die Stimmung machen. Das ist leider so. Ey, ich feier die Dudes ab. Aber hier irgendwie tote Hose, Alter. Hört ihr das? Ich auch nicht. Das ist bei uns lauter, Bruder. Ich sag dir, wie es ist. Extra hier nach Madrid, weil wir dachten, Madrid ahnt das hin. Eine Halbzeit schon. Hatte Madrid eigentlich einen richtigen Torschuss? Ich glaube nicht. Halbzeit! Halbzeit! Ein Reinsaufen! Schlecht. Leider ja. Real dreht in der zweiten Halbzeit gerne mal auf. Bruder, ich sag dir ehrlich, Stimmung draußen war letzte Mal überkrass. Eigentlich können wir gleich überkrass. Ja, ohne. Rausgehen und dann ja. Party dann machen. Autos zerstören. Yeah. Halbzeit lief nichts, aber jetzt lief. Halbzeit mehr los als Ey, lass doch mal ein Like da, wenn wir mal auf ein Justin Bieber Konzert gehen sollen. Ich glaube, da ist mehr Stimmung, weißt du. Da würden wir viel mehr abgehen. Oh ja. Wir wären jetzt eigentlich bereit, eingewechselt zu werden, Jungs. Ne? Also, das ist ein Tor. Das ist ein Tor. Das ist ein Tor. Oh, war knapp, war knapp. 12 Sekunden später. Später ist dann doch das Tor gefallen. Jetzt Toni Abis in die Verlängerung gehen. Oh, oh. Ich glaube, der Florenz hat... Jungs und Mädels, wir wollen euch doch einfach hier nur geilen Content bieten. Egal, wer gewinnt. Egal, für wen wir sind. Egal, für wen ihr seid. Hier, denkt an den Schal, könnt ihr gewinnen. Da gibt's nichts dran zu rütteln.
geht's jetzt in die Verlängerung nach 90 Minuten 3-1. Also Ergebnis umgedreht von letzte Woche. Adri! Das sind die Hobbit-Anführer hier, die machen Stimmung, beziehungsweise er ist der Hobbit-Anführer und er ist ein kleiner Gnom, der ihm alles nachmacht. Wir müssen natürlich auch das Bayern-Ergebnis hier abwarten. Bayern muss weiterkommen, Leute. Internet gönnt nicht. Also Stand 1-0. Aber warum sagen die das denn hier nicht mal durch wenigstens? Was ist das für eine Organisation hier, Alter? Ich hab jetzt den Mario hier dran, weil wir kein Internet haben. Sag mal nochmal, wie viel steht für Bayern? 1-1. Bayern ist gerade raus. Nein! Nein! Real? Ende. Bayern ist raus. Was? 88 Minute. Ich liebe ihn, ich adoptiere ihn. Schicht Madrid, die Schicht Madrid. Lass dich nicht hängen, Kollege, Alter. Oh, doch noch mal 3 Minuten Nachspielzeit in der Verlängerung. In der Extra Time. 3 Minuten. In der Extra Time. Unbelievable. Leute, also versteht mich nicht falsch, ich oder wir hätten es Chelsea auch krass gegönnt. Ich finde, Chelsea ist eine geisteskrank geile Mannschaft. Es ist immer so, wir haben Mo verloren, oh, Semmel. Aber es ist immer so, wenn du in der Stadt bist, musst du auch irgendwie für das Heimteam sein und Real ist auch eine geile Mannschaft. Also beiden hätten wir es gegönnt, aber weil wir in Madrid sind... Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen, dass Madrid Weil wir in Madrid sind, so. GG an Chelsea, geile Spieler. Grüße an die ganzen deutschen Abis. Und wir müssen jetzt Mo finden, also. Lolo! Und ja, das ist einfach geil, Jungs. Und hätte jetzt Real verloren, dann wäre hier kein Lolo. Beziehungsweise wäre nicht weitergekommen. Ihr wisst, was ich meine, Mann.